fand es sehr gut gemacht, also gut animiert. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckte ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Okay. Ach, ich bin es. Hallo, Matrose. Alles gut? Sorry, ich war mit meinen Gedanken bei dem irren Tauchgang. Wer bist du jetzt gerade? Kaum zu glauben, was wir erlebt haben, oder? Ach so. Ich hatte ja erwartet, dass es cool wird, aber das war der Hammer, Mann! Was für ein Abenteuer! Wenigstens bleibt etwas Gutes in Erinnerung. Alle unsere Reisen sind gute Erinnerungen. Weißt du, okay, ich glaub, das du war's. Bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Oh Gott. Ganz romantisch ich hier. Ich liebe dich, Alex. Oh Gott. Ich mach mal auf romantisch hier. Weißt du, wo die anderen sind? Ich geh sie holen. Chill doch so lange. Hey, mein Bruder jetzt gesehen? Jetzt warst du wieder schneller wie ich. Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Mit den Entscheidungen oder was? Hab du Entscheidung getroffen? Ich war noch nicht mal unten, jetzt bist du runtergekommen. Was? Ja, ich bin nicht, hab nichts gemacht. Ich hab nur Entscheidung getroffen. Ich komme automatisch runter. Achso. War es wieder zu langsam? Ich bin immer zu langsam, weil ich mir alles genau angucken möchte. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Oh Mann. Aber echt, der fühlt sich aus wie ein Teenager. Ja. Schlimmer. Ja. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Alex, scheiße, Mann. Wart ihr im Flugzeug, als es zerbrach? Oh, kam gerade noch raus. War haarscharf. Naja, scharf waren auch die Zähne vom Hai. Was? Oh ja, hatte ich dir nicht gesagt, dass es hier Haie gibt? Nein. Die meisten sind ungefährlich. Klar, die netten Haie. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich offensichtlich und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst droht uns Knast. Ich schweige wie ein Kind. Und? Morgen wieder darunter? So, was soll ich jetzt eigentlich holen? Bin dabei. Kannst kaum mehr atmen, den Navigator. Ich suche dann jetzt mal Julia. Aber ich glaube, Ding kommt Alex, glaube hey, ich, heißt er. Hey, für die Grillparty. Hast du den Block? Schon. Oh, hallo, Carl. Oh, nein, noch nicht. Ich freut war abgelenkt. Mich, dass du wieder zuschaust. Hab ihn. Gehen wir hoch. Den Navigator? Komm her, mein Fee. Ja, weil die wollten doch gucken, wann das Flugzeug... Ja, wir machen die da, wir gehen gerade woanders hin. Okay. Nee, noch nicht. Genau, hier. Da bist du doch schon wieder. Ja. Ich dachte, wir bleiben noch ein bisschen unter Deck. Gibst du, hast mit deinem Freund rumgeschmust? Hey, immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Oh, ja, Dekompressionskrankheit. Nerd. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheiten. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon.
Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Tut mir leid, aber sein Bruder, er nervt mich total, dieser Conrad. Ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Okay, Leute. Hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Nein. Also, Captain? Yay! Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Wieder. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Obwohl ich gerade voll die vorsichtige Entscheidung treffe heute. Ein paar Stunden, wenn das Wetter so echt? Ich bin heute irgendwie total zickig drauf. Echt? Ich hätte doch saufen können. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ja, ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Das war sogar ein Schlüsselmoment. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Cornwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Okay. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Was dann? Aberglaube? Glaubst du das wirklich? Die Toten schlafen nicht gut in diesen Gewässern. Das klingt vielleicht albern, aber ich bin mit der Scheiße aufgewachsen. Gott. Komm, ich bin zerknirscht. Hast recht. So geisterheim wahrscheinlich. So bin ich nicht. Sorry. Okay. Vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. So habe ich stand in der Beschreibung nicht, dass sie eigentlich mutig wäre? Ja, aber auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geister. Soll die Fliss nicht eigentlich mutig sein? Das ist kein Spaß. Leute, ja, an sich glaube ich mutig, aber die ist irgendwie auch sehr abergläubisch. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Komm, erzähl mal eine Gruselstory. Ja, ich habe was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Und Kommst was damit. Entscheidest Dein du dich? Seemannsgarn ist bestimmt gut. Lass hören. Ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Der jüngste Eine wahre die Geschichte, größte Geschichte sagen. Die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Errungenschaft Medium, Bro. Geil, ich bin Medium, Bro. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. So psch, die Geschichte. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Oh Gott, der Typ. Mein Gott. Können wir den nicht die Heiligen verfüttern? Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Hölzfäller? Wenn es nichts anderes ist. Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Schwachen gehängt. Oh Mann. Ekelt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Bruder und wendet sich dem Schrank zu. Versteckt sich da drin. Ah, super, der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür. Was ist das für eine Geschichte? Da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh Gott, was ist das für eine Super Wendung. Schön.
Nicht schlecht, Kleiner. Ach, komm, ich mal anerkennen. Ich bin echt nur nett heute. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay. Oh Mann. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Oh Gott. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Ich weiß nicht, dieser Bruder, der nervt mich. Der welcher Bruder? Der kleine oder große? Nein, dieser Blondhaarige. Ja, ist kein Bruder. Das ist, wie heißt der nochmal? Den Namen wieder vergessen. Von der Julia, gell? Ja, von Julia, der Bruder. Wer heißt der denn? Ich hab den Namen jetzt vergessen. Was, der Typ? Ja. Irgendwas mit C. Conrad. Ja, genau. Da stehst du. Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sehr geil. Drei sehr Männer sehr im Regenmantel. Nice. Und auch Frauen. Okay. Gott, das wäre für mich die Hölle, in einem Boot schlafen zu müssen. Nein. Oh, ich hätte drücken müssen. Ich bin echt schlecht. Piraten? Das waren die von vorhin, ja. Wo er das Geld einfach so übers Bord geschmissen haben. Ach so. Wie, waren das doch nicht nur harmlose Fischer? Nein, anscheinend nicht. Hätte man ja nie gedacht. Echt? Aber ich habe beide Quicktime-Events verpasst, weil ich den Controller auf Zeit geklickt hatte. Ich habe den Typen eine verpasst. Nee, ich nicht. Aber ich hätte nicht in den Knie. Nee, scheiße. Ich hätte, glaube ich, doch nicht in den Knebeln sollen, oder? Weiß nicht. Schickes Unterhöschen hast du an. Aber beweglich. Hey, also, schlechte Neuigkeit. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Gibt's auch gute Neuigkeiten? Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Oh, Mann. Wir müssen uns befreien, sofort. Ehrlich? Bitte. Oh Mann.
Ha, ich hab's geschafft. Ah, Arschloch. Dich komm ich später. Oh Mann. Was geht da vor? Was siehst du? Oh Mann, ey. Na komm, sag die Wahrheit hier. Oh Gott, Julia. Sie schlagen Conrad zusammen. Mein Gott. Reden Sie da. Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Der musste jetzt aber sein, der blöde Spruch. Warum sind die so an Fliss interessiert? Weil sie der Captain ist. Ja, und wer bist du denn jetzt gerade? Wir wollen rausfinden, ob jemand weiß, dass wir hier sind. Dieser Conrad. Achso, ja, ich höre ja deine Sprüche nicht. Deine Sprüche höre ich leider gerade nicht. Oh, wie ist sie abgestochen? Ist? Ihr habt mir ein Stück Ohr abgeschnitten. Was? Oh, ja. Ich hab's. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich hab zu ihm gesagt, fick dich. Ich glaube, ich muss das direkt kämpfen. Gott. Oh Himmel, Conrad. Oder du ein bisschen reingeritzt, oder? Nee, ein Stück ist weg. Oh. Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Verlass dich drauf, den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Na, oh Mann. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich, geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Steck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wieso, wir sie du hast doch überraschen. Er hat sogar gegen die Tür geballert, oder nicht? Sie kommen? Ja. Nein, verdammter Mist! Ach, ist dieser Psychiater da? Hä? War nicht gerade der Psychiater? Oh. Hey! Da hinten hey, bei den Typen am Stehen? Bist du okay? Habe ich nicht gesehen. Sie haben nichts gemacht. Konnt man durch die Tür sehen, Sie durch die Türluke da. Okay. Was? Sah so aus? Ihr Geld sie haben. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Nee, ich hab dem Psychiater jetzt echt nicht gesehen. Nein. Da dachte ich jetzt so aus. 6, 7, 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Das ist so wir spannend. Wir können sie überraschen, da ausschalten.
Wenn ihr sie ablenkt, schleiche ich mich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich klettere aus dem Fenster und sehe mich um. Sieh dich nur um. Ihr lenkt sie ab, damit sie mich nicht sehen. Okay, dann los jetzt. Okay. Eins, das wird nichts. 2, 3. Oh. Hola. Kannst du zählen? Scheiße. Bin verkackt. Oh nein. Oh Gott, jetzt muss ich ganz ruhig sein. Schaffst es! Yay! Ich hab's geschafft, der schießt jetzt noch gleich auf mich. Oh oh. Nein! Nein, du nicht! Scheiße! Nein! Na, hat er dich erwischt? Ich weiß es nicht, ich glaub schon. Ah, lass ihn ziehen. Wir kriegen ihn nie mit dem alten Kahn. Ja, ich bin tot. Ach komm, ehrlich? Ich bin tot. Die ganze Zeit habe ich es geschafft und jetzt. Oh Mann. Bring sie nach Mund. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Hudson! Come here! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei Gold? Oh Mann. Oh. Ich glaub's nicht. Ich hab die ganze Zeit alles richtig gemacht, außer einmal. Ah, du bist verpiss. Conny kann auf sich aufpassen. Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, haltet den Mund. Also bitte. Oh. Ah, das ging aber flott jetzt. Sitzen bleiben, alle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Du, komm jetzt mit. Oh nein, ich muss mit.
hier vor, Alex. Julia, bist du okay? Ja, mir geht's gut, aber anscheinend ist sonst gar nichts gut. Nö. Ich renne nicht mit dir. Du und deine Freunde hatten kein Recht, auf unser Boot zu kommen. Mensch, Schnauze. Hey, das reicht. Kein Gerede. Das ist kein Spaß. Spaß stelle ich mir anders vor. Und? Was willst du? Richtest du das Ding woanders hin? Sowas geht schnell los. Passiert schon nicht. Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. Alter. Oh, oh Gott, ich bin so dumm. Ich bin so schlecht, ne? Ich hab eine Pfanne vom Kopf gekriegt. Was? Ich hab eine Pfanne vom Kopf gekriegt. Ich wäre fast vom Schiff gefallen. Blöder Idiot, wer ficken noch alle? Raus hier! Schon, ne? Helfen, also, weißt du, ist egal. Ja. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Laut Conrad versteckt er sich unter den Kojen. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus. Los. Arme Brett. Ja. Oh oh. Das Ghost Ship. Oh, das ist. Was drücken oder so. Echt? Stimmt. Oder auch nicht? Aber weißt du, worüber ich jetzt echt glücklich bin? Ich muss nicht tauchen. Noch nicht. Verschrei's nicht. Sag's dir. Noch nicht. Beende den Stream alles. Nun, Sie müssen wohl jetzt schon ein Opfer verbuchen. Ein gewagter Schachzug. Nicht schlau. Gewagt. Alles geplant. Alles geplant. Ja, voll. Aber das war nur diese Scheiße. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, ja, möchte ich bei Sie mir auf auch das vorbereiten. Dann habe ich die Pfanne auf den Kopf bekommen. Gespannt. Ja, bei mir ist einer gestorben. Irgendwie was? Bin ich in diesem. Das, ich will es nicht wissen. Ich will nicht. Es herrscht Konsens. Sie machen das allein. Unabhängig. Vorbildlich. Womöglich dumm. Das kann sein. Wir werden schon noch sehen. Wir werden einfach alle sterben.
Wir werden jedenfalls alle haben sterben, sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung. Kennst du das Lied? Erreicht. Nee. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Erst wird ihm schon Flachmann im Buch versteckt. Ja, ja. Deswegen hat das so viel Bonusinhalt. Bonusinhalt freigeschaltet. Bonusinhalt freigeschaltet. Oh. Haben wir jetzt so Flachmann freigeschaltet? Wahrscheinlich.